Meine Mama hatte letztens Geburtstag und da habe ich natürlich eine Torte gemacht, eine richtig köstliche. Das sind Kokosböden und eine Wiener Masse gestapelt mit dazwischen einer köstlichen deutschen Buttercreme, also Vanillepudding, beziehungsweise ich habe eigentlich keinen Vanillepudding genommen, sondern ich habe einen Kokos-weiße Schokoladenpudding gekocht und der wird dann mit Butter verrührt und dann habt ihr die fertige deutsche Buttercreme. Und dazwischen ist auch ein Crunchboden aus Raffaellos und so sieht das fertige Ergebnis aus. Ich finde es so toll und boah, es hat echt gut geschmeckt.